wichtig sein sollte. Ja, ich habe es zumindest aufgesammelt. Kann ich schaden. Kontrollpunkt ist kaputt. Lagerraum. Da waren wir, glaube ich, noch nicht drin. Hey! Was ist denn das hier? Mag Puls. Ein Heilmittel. Nicht schlecht. Mag Puls. Jetzt habe ich schon 3 Waffen, oder wie? Bleirohr, Pfeilpistole, 2 Pfeilpistolen, die Spark und die Mag Puls. Und dazu ein paar Granaten. 8 Patronen. Magnum-Patronen. Ah, ich bleib mal bei der hier. Die andere nehme ich, wenn mir die Energie ausgehen sollte. Mal das Licht einschalten hier. So, laut Minimap war ich eigentlich hier noch nirgends. Die Tür ist verschlossen. Habe ich die nicht gerade aufgesperrt? Hey, da ist ein Geheimgang, siehst du? Voila. Das war eher ein Wink mit dem Zaunpfahl hier. Aber das ist ja noch mehr oder weniger der Tutorial-Level. Was ist hier? Der Boden sieht irgendwie aus, als könnte er wehtun. Aber nicht. Blick-Sicht-Verbesserung. Weiß ich auch noch nicht, was es damit auf sich hat. Noch eine Pfeilpistole. Bin mir jetzt nicht sicher, ob es Sinn hat, mehrere Pfeilpistolen mitzutragen. Glaub eher nicht, aber egal, wir können sie ja immer noch wegschmeißen. Sollte es nötig sein. Hier die Tür aufgehen, weiß ich jetzt nicht. Es verschließt sich vor mir. Wir haben hier gerade irgendeine Tür aufgemacht, als wir im Cyberspace waren, oder? Täusche ich mich? Welche das war? Keine Ahnung. Da waren wir gerade unten. Ah, hier ist eine Aufladestation. Den Kameraden haben wir noch nicht durchsucht. Ich glaube, hier fleucht noch einer rum, oder? Ist hier ein Lift? Oh Gott! Fängt ja gut an. Noch einer. Autsch. Tut ganz schön weh. Cyborg-Drohne. Wenigstens hat er ein Heilmittel dabei. Was ist denn das hier? Das Podest funktioniert nicht mehr. Scheiße, nichts funktioniert mehr hier. Da ist man mal 6 Monate weg und schon. Lehmpfeile, aha. Was ist das hier? Das sieht aus wie ein Lift oder sowas. Ah. Antigravitationslift. Funktioniert aber anscheinend nicht. Mensch, hier sind viele Kameras. Zu weit entfernt. Wieso? Ich will hier rauf. Eintreten? Wie? Ich weiß nicht genau, wie ich das jetzt... Ah, hier ist ein Schalter. Nee, das war das hier. Okay, das ist es nicht. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie ich diesen Antigrav-Lift hier zum Funktionieren anregen kann.
Springen, es geht ein wenig, aber nicht genug. Ich komme nicht hoch genug. Ah, ich kann ja durch den Schirm sehen. Ja, okay. Verdammt. Vielleicht hätte ich da irgendwie im Cyberspace noch was machen müssen. Ich bin mir nicht sicher. Ah, da ist noch eine Kamera. Ich dachte schon, was ist das für ein roter Punkt hier? Es geht nicht höher. Ist das ein Knopf? Nee. Ah, hier ist ein Knopf. Jetzt ist es grün. Sehr gut. Na also. Achso, da geht's wieder runter. Mensch, das muss ich erst hacken. Gut, dann hacken wir mal. Hier lang. Ich bin mir jetzt nicht sicher, was ich hier genau tun muss. Ich muss von hier nach hier gelangen, aber wie? Da tut sich nichts. Vorhin ist es mir doch auch gelungen, eigenartig. Ja. Mensch, ich hatte es doch schon. Wenn ich hier klicke? Mensch, das ist ja hochkomplex hier. Na endlich. Ich weiß zwar nicht, was ich jetzt gemacht habe, aber das muss ich mir noch genauer ansehen, wie dieses Hacking für uns funktioniert, sonst wird es peinlich im späteren Verlauf. So, die erste Hürde wäre mit viel Spucke und Geduld überwunden. Jetzt haben wir hier eine Energiebarriere entfernt. Oh Gott! Der verträgt schon mehr wie diese Droiden. Zerstörter Springer. Geht's auch hoch? Ich möchte noch gern schauen, was hier ist. Aha. Hier ist es radioaktiv. Ich merke schon. Eine Log-Datei. Oh Gott. Noch was hier? Nee, schnell raus hier, bevor wir ganz verstrahlt sind. Ah, es strahlt noch ein wenig nach. Mal sehen, was auf der E-Mail hier war. War das ein Log? Ja, von Cross wieder. Es liegt jetzt an uns, zur Brücke vorzudringen und Shodan zu stoppen. Obwohl einige von uns zum Flugdeck wollen, um zu entkommen. Wir hoffen, dass es noch Waffen im Arsenal gibt, die wir gegen die Mutanten einsetzen können.
Todds Plattenschiff hat die Kombination 705 von einer Sicherheitskraft bekommen. Wir versuchen es morgen. Aha. Was du heute kannst besorgen, verschiebe auf morgen. Sozusagen. Nichts. Was ist das? Biolog-Monitor. Aha. Mal sehen, was wir hier machen können. Gesundheit erschöpft. Rundum. Ah. Hier können wir nach hinten sehen. Das kostet aber alles Energie hier. Tut mir das weh? Nee. Man kann übrigens auch um die Ecke lugen hier. Siehst du? Kann sich nach links und rechts beugen. Auch nicht schlecht. Hier geht schon wieder die Tür auf und zu. Was mich noch den letzten Nerv kostet. Ah, da oben ist einer. Den werden wir aus der Distanz erledigen. Sind wir hier? Lift! Mal sehen. Haben wir hier schon? Türdefekt, nicht zu reparieren. Jemand hier? Sieht nach Geheim. Siehst du? Das war eine Geheimtür. Ich entwickle bereits den richtigen Riecher hier. Noch eine Pfeilpistole. Nein, das ist ein Lehmgewehr. Nicht schlecht. Allgemeiner Systemstatus. Ah, Trioptimum. V-Mail. 98% der Lifepods sind schon abgesprengt. Verdammt. Nicht gut. Bleibt wahrscheinlich nur noch einer übrig, oder wie? Aber nicht der für mich. Das war alles. Löscher. Hier ist noch eine Tür. Der Kamerad hat ein Heilmittel. Ah. Mail. You've got Mail. Standard-Muni. Hm. Was haben wir denn hier? Darcy. Ah, Jefferson Darcy. Okay, Altair. Wir können die Laser zerstören, indem wir ihn auf die Schutzschilde der Station abfeuern. Das Isotop X-22 wird auf der Forschungsebene aufbewahrt. Wir müssen dorthin gehen und es auf die Reaktorebene bringen, um die Schutzschilde zu laden. Danach aktivieren wir die Schilde, nutzen den Sicherungssperrcode, um den Laser scharf zu machen und feuern ihn ab. Die Laserkontrollschalter und meine Aufzeichnungen sind auf der Forschungsebene. Der Sperrcode ist in der Forschungsbibliothek. Ich habe keine Ahnung, wie du das alles schaffen sollst, aber trotzdem viel Glück. Okay. Das war unser lieber Freund Darcy. Er fällt mir nur ein, Krisan ist sauteuer, aber es wirkt. Zum guten Darcy. Au. Tja. Ich glaube, wir haben jetzt ziemlich alles abgesucht. Besten Wissen und Gewissen. Hier ist diese Barriere, die wir entfernt haben. Da steht einer. Oh, was war denn das für einer? Hat ein wenig anders ausgesehen als die anderen. Hat aber nicht viel ausgehalten. Eine medizinische Station wäre ganz nützlich, muss ich sagen. Kann ich hier wieder ganz zurücklatschen, oder? Gibt's hier eine Abkürzung? Das ist die Frage. Was ist das hier? Aha. Nicht das, was ich wollte. Ich wollte aufsperren. Auch schon drin.
möchte mich eigentlich gern nochmal heilen hier. Muss ich offen sagen. Ich glaube, hier waren wir noch nicht genau. Wenn wir schon alles absuchen, dann auch gründlich. Solange hier so viele Energiestationen rumstehen, ist es, glaube ich, sinnvoller, keine Pfeile zu verschwenden. Und diese Mutanten. Helm. Ah, hier hat man Sicht nach draußen. Ins All. Wir befinden uns sozusagen an der Außenhülle hier. Sah so aus wie eine Geheimtür. Autsch. Vom falschen Fuß erwischt. Ah. 79%. Das ist gut. Wir nähern uns schon langsam. Ist es hier? Ich glaube, hier muss ich mich ducken. Wenn ich nur den Knopf fürs Ducken nicht vergessen hätte. Nicht, das ist nach links lehnen. Oh Gott. Was habe ich denn hier eingeschaltet? Hitze. Aha, hier kann ich die ganzen Waffen durchgehen. Pfeilpistole. Sparkstrahl. Ich glaube, ich bleibe beim Sparkstrahl. Aber davon abgesehen. F ist es. Okay. Die Tür ist verschlossen. Wieso? Ah. Ein Knopf. Oh Gott, das ist wieder strahlend. Gott, zwei Splittergranaten. Sind es die wert, hier verstrahlt zu werden? Keine Ahnung. Wir sollten vielleicht auch nicht zu näher an diese Kanister rangehen und schnell wieder raus hier. Oh, ich bräuchte eine dringende Medistation. Beziehungsweise ein Heilmittel, aber das will ich jetzt auch nicht nehmen. Aha. Der sieht uns nicht. Auch recht. Gehen wir wieder zurück. Es war nur ein kleiner Ausblick. Ein Vorgeschmack für die kommenden Ereignisse. Ist uns da gewährt worden. Ich will hier. Mensch, was geht denn hier da und ab? Sind das die Mutanten, die die Türen auf und zu machen? Oder was? Da geht's hier zurück. Ich wollte aber eigentlich nochmal heilen gehen. Das geht aber hier nicht. Hier geht's nicht zurück. Okay, dann eben nicht. Es wird schon noch irgendwo eine Heilstation geben. Da waren wir auch noch nicht. Den Koffer haben wir aber schon durchsucht, ja. Natürlich. Da können wir jetzt auch rein. Dank unserer neuen Zugangskarte. Torso hat nichts eingesteckt, oder? Nee. Keine Ahnung, ob Torsi auch was einstecken haben. Dem fehlt der Arm. Das heißt, er ist nicht dazu gekommen, sein Serum-Heilmittel zu nehmen, das er dabei hatte.
Und bei dem Mutanten hat's wohl nichts mehr genützt. Ah, eine E-Mail. Kirby. Furby. 17.10.72. Wir haben die Vorräte aus dem Westflügel. Hansen und Reigns sind von Mutanten getötet worden, die sich im Zugangskorridor verschanzt haben. Da wimmelt's ja. Wir können sie nicht einfach verstecken. Wir Was ist das? Einen nach dem anderen um. In einer Stunde werden wir mit 20 Mann angreifen. Wir müssen versuchen, durch den Zugangskorridor vorzustoßen und dann die Brücke zu erreichen. Wenn wir versagen, Gott helfe uns. Oh. Ich glaube, er hat euch nicht geholfen. Ja, von hier bin ich gekommen. Ich weiß nicht, ob die respawnen. Bin mir nicht ganz sicher. Ich versuche alles abzugehen, um die Automap da unten zu vervollständigen. Hier habe ich doch jemanden abgeknallt, oder? Ja, da liegt er. Das Killer-Cyborg war das, mein Gott. Für das war er eigentlich ganz schön zerbrechlich. Für einen waschechten Killer-Cyborg? Ich weiß nicht. Ah, Geheimtür. Oh. Schlimme Geschichte. Karl kam von der Patrouille im Cyber-Gebiet ohne Allen zurück. Ja, ich weiß, das habe ich schon gehört. Ich habe mich nur verklickt, Mensch. Beschilderten Raum geschleppt haben. Später kam er mit Metall überzogen heraus. Karl hat es geschafft, den Raum mit dem Wort hier zu markieren. Einer der Techniker sagt, dass wir einen Schalter drücken.